Was ist Ihr sehnlichster Traum? Haben Sie die Absicht, ihn zu verwirklichen? Sind Sie bereit, um seinetwillen alle anderen Wünsche zunächst zurückzustellen? Wie viel Zeit widmen Sie täglich der Verwirklichung dieses Traums? Ändern Sie oft Ihre Meinung? Wenn ja, warum? Führen Sie alles einmal Begonnene zu Ende? Lassen Sie sich leicht von den Erfolgen, akademischen oder sonstigen Titeln oder dem Reichtum anderer beeindrucken. Richten Sie Ihr Verhalten nach der Meinung anderer Leute aus. Neigen Sie dazu, vor sozial höhergestellten oder wohlhabenderen zu katzbuckeln. Wen halten Sie für den bedeutendsten lebenden Menschen? In welcher Hinsicht ist Ihnen dieser Mensch überlegen? Wenn Sie alle diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortet haben, dann sind Sie zu einer umfassenderen Selbsterkenntnis gelangt, als das die meisten Menschen von sich behaupten können. Widmen Sie dieser Selbstanalyse genügend Zeit und wiederholen Sie sie mehrere Monate hindurch, einmal wöchentlich. Sie werden erstaunt sein, wie viele wertvolle Einsichten Sie daraus gewinnen. Wenn Sie bei der einen oder anderen Frage trotz allen Nachdenkens zu keiner sicheren Antwort gelangen, sollten Sie jemanden zu Rate ziehen, der Sie gut kennt und der kein Blatt vor den Mund nimmt. Beachten Sie, dass nur die wahrheitsgemäße Beantwortung aller Fragen ein wahres und vollständiges und manchmal überraschendes Bild Ihrer Persönlichkeit liefern kann.